Wir gehen rein und gucken uns jetzt erstmal das neue Video von Evanjo an. Ihr wisst, Evanjo und ich haben seit gestern Krieg und er hat eine Roomtour hochgeladen oder er hat auf jeden Fall sein erstes Video hochgeladen. Ich bin ausgewandert, ich bin spontan ausgewandert an Madeira. Man muss einfach auf einer Seite sagen, Respekt, dass er es durchgezogen hat. Er hat ja angekündigt, er zieht es durch bei dem und den Voraussetzungen, er hat es wirklich durchgezogen, Respekt. Aber den Respekt habe ich verloren, denn hat er mir gestern mein Regenbogenglas geklaut. JNH Apfelboost, ich habe dein Regenbogenglas geklaut, schau mal nach. Ha, damit hast du nicht gerechnet. Oh mein Gott. Evanjo? Sabine, hast du mal Regenbogenglas? Als ob der das mitgenommen hat! Wen willst du eigentlich verarschen? Als ob der das mitgenommen hat! Hä? Digga, hast du mein Regenbogenglas mitgenommen? Du kleiner Hund! Oh mein Lieber, es wird keine gute Zeit für dich auf der Insel. Wenn das kaputt geht, das ist mein letztes Regenbogenglas! Wenn das kaputt geht, bin ich richtig sauer. Wenn das kaputt geht, bin ich richtig sauer. Wenn, selbst wenn nur eine kleine Riss reinkommt, wenn eine Ecke abbricht, ich bin... Digga. Digga, der hat meine Rente mitgenommen. Schau, zweiter Kanal. Du kleines Arschloch. Ich klau Unges Regenbogenglas. Das ist nicht sein Ernst. Das ist nicht sein Ernst! Ungeheuer guten Tag, Leute. Das magische Regenbogenglas. Ich überlege, soll ich das Simon heimlich klauen, ohne dass er es merkt? Moment. Digga. Er hat noch keinen PC auf Madeira. Ich lasse ihn bei mir im Zimmer streamen. Und er nimmt sich das Regenbogenglas. Das kann doch nicht sein. Ich hab meinen Ranzen noch hier, Leute. Das wird er doch safe merken, Alter. Guck doch gerade heimlich den Stream, Alter. Ich kann mich immer... Warte. Nein, er tut's einfach so rein, Alter. Er tut's einfach ohne Verpackung oder so rein. Digga, da kommt ein Kratzer dran. Digga, Evanjo! Boah, ich hoffe, er hat nichts Scharfkantiges in seinem Rucksack. Mal gucken, ob er es merkt. Ich bin gespannt, ob er es merken wird oder nicht. Kurz Millionär geworden. Könnt ihr heute Abend in Simons Stream reinschreiben? Hä? Wo ist denn dein Glas? Mal gucken, ob er es merken wird. Du kleines Arschloch. Du kleines Arschloch. Okay, ich muss mal ganz kurz die Straße hoch zu Evanjo. Leute, jetzt mal ernsthaft. Das gibt eine Anzeige. Deswegen müssen wir jetzt ihn das ausspionieren. Und ja. Ich werde genau alles hier rausfinden über sein Haus und dann wird das Regenbogenglas wieder zurückgeholt, ne? Also das, und dann gibt's Inselverbot, ne? Für Evanjo. So, wir schauen rein. Das Schwein wird angegriffen, wir müssen jetzt den Angriff planen hier. Let's go. Bei 100.000 Likes werde ich so schnell es geht, so schnell wie möglich einfach auswandern. Wird auch keine 100.000 auf den normalen Video kriegen mit Cola, eine Woche lang nur Cola. An diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. Digga, ausfahren habe ich mir aber echt leichter vorgestellt. Aber wie wandert man jetzt spontan aus? Zuerst brauchst du Kontakte. Deshalb habe ich den Spanier von Cymex angeschrieben. Hola amigos. Ach, ihr wisst doch ganz genau, wie ich mich angeschrieben habe. Ja und hallo. Simon hat mir ja und hallo. Kontakte zu einer Maklerin, die halt eine Wohnung klären musste. Hola, me quiero el gesto de Wohnung. Right now, man. Und zu jemandem, der halt den Umzug so erklärt. Also ganzen bürokratischen Sachen. Weil ihr wisst ja, in Deutschland muss man übelst viel bürokratisches Zeug klären. Dann musste ich mich von meiner Mutter verabschieden. Piss dich hier einfach. Und allgemein, wenn du auswandern. Piss dich hier einfach. Dann möchtest du vor allem so spontan, musst du halt übelst viel hier kündigen. Im Fitnessstudio. Ja, ich war da angemeldet. Bei vielen kleinen Sachen war ich aber bei einigen Sachen angemeldet. Hauptding war aber allerdings das Finanzamt. Das Finanzamt natürlich. Also das Finanzamt lässt einen nicht so gerne raus aus Deutschland. Die wollen natürlich eine Mäuse. Und als ich meinte, hey, ich wandere aus, meinten die. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Dann musste ich mir Kleidung besorgen, weil man kann ja nicht aus... Er redet so mit dem Finanzamt. So, niemand muss überhaupt mit dem Finanzamt reden. Sondern ohne Klamotten. Deswegen habe ich mir dieses unfassbar schöne Sommer-T-Shirt hier geholt. Oh, meine Güte, sind die leckeren Farben. Und die Rückseite erst. Falls ihr Bock habt, Leute, auf evanjo.de könnt ihr super gerne jetzt dieses unfassbar leckere T-Shirt hier kaufen. Lecker, saftig, knaftig. Madeira zahlt ja nicht von alleine. Ich hab noch richtige Scheiße, weil irgendwie musst du die ganzen Sachen transportieren von Deutschland nach Madeira. Unser Unternehmen hat uns zwar ein Angebot gemacht von irgendwie 5.000 Euro, was absolut viel zu viel Geld war. Ich hab jetzt 30 Kartons plus ein, zwei große Sachen und dafür 5.000 Euro, what the fuck, welche? Ja, das soll ich einfach sagen, auch für alle Leute, die von euch vielleicht, also jetzt mal kurzer Retalk am Rande, für alle Leute, die von euch irgendwann mal überlegen, irgendwohin auszuwandern, wenn ihr euch einen Container holt und einen Umzug mit dem Container macht, dann wird es immer relativ teuer. Da zahlt ihr halt schon so Minimum 3.000 bis 5.000 Euro für einen halben 40-Fuß-Container. Deswegen ist das so teuer gewesen. Aber man kann auch, anstatt einen Container, kann man auch einfach seine Sachen mit der Post verschicken. Also man macht einfach 30-Kilo-Pakete, weil DHL schickt, glaube ich, alles bis 30 Kilo. Machst einfach 30-Kilo-Pakete, ganz viele, und dann schickst du einfach mit DHL, zahlst nur ein paar hundert Euro,
Fertig. Das ist der Trick, ja, das ist der Trick. Also schickt einfach eure Sachen mit der Post und die großen Möbel verkauft ihr in Deutschland und kauft euch neue im anderen Land. Da müsst ihr keinen Container holen. Ist einfacher. Außer wenn ihr natürlich so große, schwere Möbel unbedingt mitnehmen wollt, dann braucht ihr einen Container. Und dann wird's teuer. Welches Leben wir? Hab ich mich entschieden, einfach alles mit der Hell zu verschicken. Sorge ist halt wirklich, dass der drum komplett rumgeworfen wird, dass er kaputt geht, dass die Leute irgendwie, was weiß ich, dass diese Postmänner oder wie auch immer, der einfach gefickt wird, einfach so brumm, und dann ist er Schrott. Gott, ich liebe diesen PC, bitte passiert das nicht. Ich will zu meinem Wort stehen, wenn ich zu euch sage, ey, bei 100.000 Likes werde ich auswandern, dann ziehe ich das auch wirklich durch. Hier ist kein Leo Marcherschick oder Prank Bros. Ah! Nein, ich ziehe das wirklich durch. Hätte ich gedacht, sowas geht eigentlich ziemlich schnell, aber auch ist echt schon viel nerviger Kram. Aber ich möchte euch nicht anlügen. Also an sich war schon so gedacht, so vielleicht in ein oder zwei Jahren, vielleicht nach Madero. Einfach hier die Möglichkeit einfach super geil sind. Du bist nah an Deutschland dran. Du hast übelst nices Wetter. Jeden Tag. Natürlich auch die Steuervorteile. Sagt man, kann ich lügen. Es ist halt einfach so. Er hat Bock, wenn er Geld verdient, 50% davon abzugeben. Trotzdem jetzt so spontan von heute auf morgen zu. Hätte er genauso gut nach Lissabon ziehen können. Das nervt mich manchmal. Dass selbst die Leute, die hier hinziehen, das einfach nicht checken. Dass die Leute einfach denken, es liegt einfach an Madeira. Ah! Ich erklär's den Leuten. Die checken's nicht. Zu sagen, ey, okay, gut, ich wandere jetzt aus, ich klär jetzt alles ab hier in Deutschland und. Das ist viel. Die größte Angst, die ich wahrscheinlich habe und die größte Angst, die wir wahrscheinlich haben, ist, dass einfach nur noch Madeira vielleicht Content kommt. Das wird bestimmt kommen. Es wird viel Madeira-Content kommen, weil das einfach ein neuer Lebensabschnitt von mir ist. Aber ich muss kreativ werden, weil zum Beispiel auf Madeira gibt's nicht 20.000 McDonalds wie in Deutschland. Dann gibt's vielleicht nur drei. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil man kann ja easy, wenn man Bock hat, einfach kurz ins Flugzeug steigen nach Deutschland, weil das dauert ja überhaupt nicht lange. Man kann da wieder Content erstellen. Dann kann ich da vielleicht zwei Monate rumpendeln. Zwei Monate Madeira, zwei Monate Deutschland. So kann ein geiler Content aus Madeira kommen, geiler Content aus Deutschland, aus der ganzen Welt. Mal gucken. Lustigerweise Lissabon ist so ein Weltflughafen. Wenn du nach Lissabon fliegst, kannst von da aus wirklich überall hin. Damals bin ich auch von Lissabon nach Washington geflogen. Also Lissabon kannst auch nach Japan oder wie auch immer. Mit dem Umzug sind die Möglichkeiten nur noch viel größer. Vielleicht ein bisschen umständlicher, vielleicht muss ein bisschen kreativer werden. Das werde ich auf jeden Fall hinkriegen. Also müsst ihr keine Sorgen haben, dass vielleicht das und das Format nicht mehr kommen wird oder das und das. Es ist alles immer noch möglich. Nochmal geilerer Content für euch. Sehen können, PC, alles, was ich hier eingerichtet habe, ist einfach weg. Im Vergleich zu damals, so sah es damals aus, als ich hier eingezogen bin. Und jetzt einfach komplett. Ey, mal krass, diese Platte leer zu sehen. Dann was Blödes, Leute. Ich habe diese Pokémon-Dinger hier übrig. Wir machen jetzt mal spontan auf und werden reich. Endlich. Und du, deine Glitzi-Glitzi. Ich merke, unsere Tasche füllt sich. Hey, 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 hey. Brutalanda. Das Sparkassen-Finanzkonzept. Alles, was leer aber aus nichts liegt hier einfach ein Sneakers Chris. Der liegt wahrscheinlich schon ewig hier, also safe paar Monate. Den müssen wir trotzdem verspeisen, oder? Also an sich. Es riecht eigentlich ziemlich geil, aber irgendwie habe ich so Paranoia, wisst ihr? Könnte mir eigentlich echt geil. Der liegt schon seit 8 Jahren da. Der war vom Vormieter. Da hat er so mit so einer Spritze so Gift reingespritzt. Hä, wo war denn da? Wo war er denn da? Ist das hier Lissabon? Ist der mit dem Zwischenstopp geflogen oder ist das Deutschland? Ist es Hamburg? Hä, ich bin gerade lost. Nee, das ist aber Digga, das ist Lissabon. Digga, okay. Ich dachte gerade, was ist das? Ich weiß ja, wie es um den Flughafen um Hamburg aussieht und da ist nicht so viel Gewässer und da ist es auch nicht so dense besiedelt. Das ist, kann nur Lissabon eigentlich sein. Weil so flach, also ich wohne jetzt schon seit 2,5 Jahren auf Madeira und so flaches Land habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Kleiner Lifehack. Unter ihrer Maske stecken sie aus dem Mund. Nehmen sie einfach ein Kaugummi, kauen ihn und stecken ihn in das Innere der Maske. Nie wieder. Boah. Der Stinker rein. Boah. Wir sind in Lissabon gelandet. Es ist laut, laut, laut. Menschen, Alter, seit wann reisen wieder so viele Menschen? Ah, Lissabon, okay. Einmal umsteigen, was übel scheiße ist. Geht weiter nach Madero. Zweite Mahlzeit. In Madeira jetzt angekommen. Wir sehen können direkt am Flughafen, wenn man schön begrüßt mit so einem schönen Meer. Aber wisst ihr Leute, früher war es so, seht ihr dieses Auto, dieses schäbige Auto von dem Typen da? Hier war Simon da drin. Simon hat mich früher abgeholt, aber heutzutage ist ein fetter Stück Scheiße, dass ich mit Adrian zum Flughafen kommen würde. Das ist ja so ein dummes Schwein. Digga, er ist am Flughafen angekommen, als ich ungeklickt gestreamt habe. Wie soll ich ihn abholen? Ich hau dir die Schnauze ein. Unverschämt. Wir sind jetzt auf Madero's. Das ist der Weg zu der Wohnung. Zu der Wohnung, die wir bekommen haben. Es ist wirklich eine atemberaubende Wohnung. Ich schreibe super gerne in die Kommentare, wie ihr die Wohnung finden werdet. Ich werde es euch jetzt zeigen. Und kleine Aufgabe für euch. Oh, er zeigt sogar vorne alles. Dann kann ich mir direkt das Sicherheitssystem merken. Mich als DHL-Postboten verkleiden. Und dann rein da. Und kleine Aufgabe für euch, wenn ihr Bock drauf habt, weil euch der Mietpreis interessiert. Der erste von euch, der den Mietpreis, sag ich mal, richtig errät, in den Kommentaren so nett. Ich weiß den Mietpreis. Soll ich den Kommentar schreiben? Den pinne ich einfach an. Okay, komm, gehen wir mal rein. Und Leute, guckt euch mal das. Ja. Hat schon eine richtig fette Wohnung, muss man sagen. Aber bald hast du nichts mehr, Evanjo. Dass du mein Regenbogenglas geklaut hast, um deine Wohnung abzufinanzieren. Das war dein größter Fehler. Ich werde dir alles nehmen, was du hast. Also, schaut euch an, erstmal, das ist ja der Wohnungsbau. Es ist ja herrlich, weil hier nichts drin ist. Ich sag mal spontan auswandern, endet leider teilweise so. Übel, ihr seht direkt das Meer.
zeige ich mir was, okay? Man muss wirklich ganz kurz laufen. Es dauert wirklich lang, bis man angekommen ist. Auf einmal ist da so ein Schwein angerannt gekommen. Was ist mit ihm? Also der Vorderraum hier, dieses Wohnzimmer, Alter, das ist brutal, brutal. Ich habe einige haben mitbekommen. Eigentlich hätte ich diese Wohnung gar nicht bekommen, aber ich habe mich mit so einem Spanier gefetzt. So. Maklerin hat es mir so erzählt. Und zwar wollten Engländer diese Wohnung haben und ich halt. Und eigentlich waren diese Engländer schon so ein bisschen vor mir. Sagen wir, die hätten die Wohnung eigentlich bekommen. England war ja irgendwie diese übelste Ausgangssperre, weil der Corona nochmal mutiert ist oder so. Das heißt, diese Engländer durften nicht aus England raus. Aber das war bei der Wohnung, also bevor wir jetzt hier zusammen in unserem Eigenhaus eingezogen sind, habe ich meiner Mutter ja eine Wohnung gemietet für die Übergangszeit, bis wir unser eigenes Haus haben. Und das war bei der Wohnung von meiner Mutter genauso. Da war ein Engländer vor uns und der hat eigentlich die Wohnung schon gehabt. Also, aber dann, ist jetzt assi vielleicht, aber ich erzähle euch trotzdem. Die Sache ist, meine Mutter hat halt zwei Hunde und zwei Katzen und die brauchte unbedingt eine Wohnung mit Garten. Und Wohnung mit Garten ist in Funchal City so schwer zu bekommen, weil es halt Großstadt und hier gibt es halt wenig Wohnung mit Garten, ja? Also meine Mutter brauchte eine Erdgeschosswohnung mit Garten für die Hunde und für die Katzen, okay? Und dann habe ich halt dem Makler gesagt, pass auf, die Wohnung kostet 1200 und der Engländer war vor uns da, sagt dem Vermieter, wir zahlen 1500 und wir zahlen ein halbes Jahr im Voraus und fertig. Und hat der Vermieter sich eine Stunde später gemeldet, ja, der Engländer, der war noch unsicher, ihr habt die Wohnung. Maschallah! Aber ich halt schon als Deutscher. Deswegen habe ich die armen Engländer, die sind richtig am Arsch hier auf Madeira. Wirklich. Madeira, es gibt nur noch zwei. Auf Madeira gibt es nur noch zwei große Lager. Die Portugiesen und die Deutschen. Und die sind so. Also die Madeirenser und die Portugiesen und die Deutschen sind so. Und die Engländer? Was soll ich sagen? Brexit hat uns alle hart getroffen. Nein, Spaß. Shoutout an alle Engländer. Ich küsse eure Augen. Es gibt sehr, sehr viele liebe Engländer hier. Ich habe sehr, sehr viele korrekte Engländer hier getroffen. Sehr, sehr viele Skandinaven. Einfach cool Leute. Generell auf Madeira gibt es so viele verschiedene Nationalitäten, so viele coole Leute. Aber die Deutschen und die Portugiesen, die sind so. Ich habe zum ersten Mal die Corona was halbwegs Positives, weil dadurch habe ich die Wohnung bekommen. Bevor ich den übertrieben krassen geilen Ausblick zeige, kommen wir zur Küche. Wie ihr sehen könnt, die Küche ist wirklich perfekt für Stream. Jetzt mal hier schön, einfach das Marmor-Ding sieht geil aus. Schon so eine kleine Kaffeemaschine, süß haben wir gekauft, einen kleinen Sandwich-Maker. Oh mein Gott, was ist das denn für ein leckeres Gebäck? Hey, Magira, die Bananen, Magira, sind auch vorbei. Ihr sehen könnt, es ist so eine Digga, Ivan hat mir gestern gesagt, dass er schon jetzt nach ein paar Tagen das gute deutsche Brot vermisst. In dem Video sagt er, auf Madeira gibt es gutes Gebäck. Ja, Evanjo. Digga, schreib mir mal, was du möchtest. Wir haben hier einen deutschen Bäcker, der heißt Bruno. Der hat 25 Jahre in Deutschland gearbeitet und in Deutschland seine Bäckerausbildung gemacht. Und der hat hier seine Bäckerei. Der macht deutsches Brot richtig gut. Und wir haben noch so eine andere Bäckerei, die macht auch so ultra geiles, heftiges Brot. Also ich habe einfach auch das Gefühl so, boah, das deutsche Brot vermisse ich. Aber jetzt, wo ich diese zwei Baba-Bäckereien hier gefunden habe, glaub mir, bestes Brot, besser als in Deutschland. Schöne Insel. Aber stell dir vor, ich parkiere mein Stativ hin, mache ich hier so meine Kochstreams. Das sieht einfach geil aus. Dann haben wir hier noch so einen Waschraum, Waschmaschine, ein bisschen Müll. Alter, die Wohnung, nee, Digga, die hat mich paralysiert. Ich habe schon oft erzählt, ich komme aus ärmeren Verhältnissen. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir über einen fucking Puff gelebt. Auf der Reeperbahn wirklich über eine Notwohnung gelebt. Hä, er hat über einen Puff gewohnt? Dafür würden andere Leute noch draufzahlen. Hä, ist doch übelst Baba. Ich kaufe mir nichts, ich trage jeden Tag dieselben Klamotten. Aber jetzt mal diese Wohnung sich zu gönnen, ist schon Luxus, der echt krass ist. So, bin ich gar nicht dran gewöhnt, aber es ist so heftig. Ich zeig's euch weiter. Es geht ja weiter. Komm mal mit. Ich zeig dir das übelste Special. Du gehst hier rein, ne, in die Tür. Du hast eine Toilette. Wow! Du gehst ein paar Schritte weiter. Du hast die nächste Toilette. Wir gehen in den nächsten Raum. Wieder eine Toilette. Geht einfach. Nächster Raum, wieder eine Toilette. Vier Toiletten. Man muss schon sagen, die Wohnung, die er da gemietet hat, ist sehr, also wirklich schon sehr gehoben. Sehr luxuriöse Wohnung. Also für Madeira-Verhältnisse ist das schon eine sehr gehobene Wohnung. Ich glaube nicht nur für Madeira-Verhältnisse, für alle Verhältnisse. Also wenn du so eine Wohnung in München oder in Berlin findest, ist auch schon halt geil. Du siehst ja, die ist gut verarbeitet, Holzboden, Marmorboden im Badezimmer. Ja, einfach eine gehobene Ausstattung, eine tolle Wohnung mit einer guten Aussicht aufs Meer und so. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Wohnung. Toilette. Für was braucht man vier Toiletten? Er hat es gegönnt, der Junge, er hat es gegönnt. Damit du jeden Tag Abwechslung hast. Am Tag viermal an verschiedenen Toiletten kacken gehen. Okay, wenn man viermal am Tag auf Toilette kacken muss, dann hat man, glaube ich, wirklich ein Problem. Wenn ihr aus dem großen Raum hier kommt hier rein. Übelst geil, erstmal hier so lang kann man lang gehen. Hier ist der erste Raum, wo man reingehen kann. Natürlich auch so. Die Sache ist, jetzt werden viele wahrscheinlich denken, warum holt Evanus so eine große Wohnung für sich alleine? Ja, Leute, ihr wisst ja gar nicht, ob er vielleicht da alleine wohnen bleibt oder ob da vielleicht Sachen geplant sind für die Zukunft. Man weiß es ja nicht. Vielleicht entsteht ja auch eine kranke WG oder vielleicht entsteht ja auch irgendwas anderes Krankes. Wir wissen es ja alle nicht. Das ist ja Evanios Sache. Ja? Vielleicht ist da ja schon ein großer Plan steckt dahinter.
Deswegen, einfach mal abwarten. So einen schönen Ausblick wieder hier auf Madeira. Was auch cool ist, Leute, ich liebe ja Duschen, ne? Das ist eine Regendusche, wisst ihr? Oh, das ist Hammer. Ist wirklich doppelt so groß gefühlt wie mein Kinderzimmer von meinen Eltern damals. Ich kann bestimmt einen geilen Arbeitsraum irgendwie draus machen. Derselbe Raum, nur ein bisschen kleiner. Und natürlich auch eine schöne Aussicht hier mit Gardinen. Aber hier sind auch Schränke überall. Immer diese Einbauschränke. Aber guck mal, wenn du hier lang gehst, das ist wirklich übelst cool. Hier ist nicht nur eine Wanne, die wirklich schön aussieht. Oh, und von der Wanne aus kann er aufs Meer gucken. Hier ist nicht nur wieder eine Regendusche. Sondern, Digga, ich dusche hier, wisse hier, guck mir nebenbei einfach schön das Meer an. Hammer! Ich zeig mir, wie es aussieht, wie man spontan auswandert. Und zwar, es sieht so aus. Man lebt wie ein Messi auf Luftmatratzen, die deinen Rücken brechen. Alter, ich lebe hier wie ein absolut letzter Penner, wenn man so spontan... Warum liegen denn da zwei Luftmatratzen? Oha! Wenn man auswandert, hast du halt erstmal gar keine Sachen. Digga, ich hatte eine Boxershorts. Ich hab eine Boxershorts. Ich hab's halt getragen, Alter. Die war voll gepisst. Oha! Oha! Evanios, hast? Oha! Deswegen ist die Wohnung so groß. Da wohnen Einfallreiche, da wohnen irgendwelche Leute heimlich. Oh oh! Da wohnen heimliche... geschleuste Menschen. Kein Bett, keine Matratzen und ist halt übelster Shit. Allerdings werde ich euch auf Laufen halten, immer wenn was Neues hier reinkommt und hier und da. Ich habe euch gar nicht gezeigt, was hier ist. Hier muss ich auseinandernehmen. Und das ist hier auch so ein begehbarer Kleiderschrank. Eigentlich ganz wild. Einfach so. Natürlich nicht richtig eingerichtet, aber es hat schon was. Na guck, wie groß. Hier kann man echt einfach reingehen, ganz entspannt. Das absolute Highlight dieser Wohnung. Und zwar, wenn man die Tür aufmacht und hier lang. Boah, der macht die Tür auf und dann. Boom! Die kracht so komplett rein. Tür aufmacht. Und hier lang, nicht nur ein Riesenbalkon, sondern schaut euch mal diese Aussicht an. Mashallah, Funchal, die schönste Stadt der Welt. Also er wohnt sehr im Westen Funchals. Also eigentlich ist Funchal Innenstadt hier, müsst ihr wissen. Also da ist so der Hafen, sieht man auch. Also die Leute, die sich mit der Stadt auskennen, wissen das auch. Da ist der Hafen, das ist das große Savoy Hotel. Das ist so das teuerste Hotel in der Stadt. Das ist so ein mega, mega Luxus-Hotel. Und hier ist der große Hafen. Hier waren immer die großen AIDA-Schiffe, als noch kein Corona war. AIDA und mein Schiff und so. Und hier war unsere alte Wohnung, also wirklich mitten in der Altstadt. Und er wohnt so ein kleines bisschen nebendran, aber auch super geil. Also du hast halt die Küste. Guck mal, gerade leider nicht das optimale Wetter, aber wenn die Sonne noch scheint, das macht so viel aus. Einfach geil. Junge, ist das eine Aussicht, wenn ich hier nachts gucke, ne? Klar, wir haben gerade Tag. Ich zeig euch jetzt mal kurz mal Nacht. Boah. Mashallah, Funchal, Beste. Alter, der Ausblick hier in der Nacht ist ja wirklich unfair. Wirklich diese endlose... Geil, richtig geil. Also dieser fucking, ich zoome, endloser Blick aufs Meer. Aber es ist jetzt alles erstmal übelst abfuck und richtig nervig. Aber ich nehme mich auch mit auf die Reise. Irgendwann mache ich eine Roomtour vielleicht, wo hier alles schon eingerichtet ist. Nur weil ich jetzt auf Madeira lebe, heißt nicht, dass keine Videos mehr aus Deutschland kommen. Oder ich keine Videos mehr woanders drehen kann. Muss ich nicht auf Madeira, wir vielleicht nach Deutschland zurück. Das ist eine geile Zeit, das ist eine richtig geile Zeit. Nur für mich wird es ein bisschen Kackzeit. So, weil ich jetzt hier alles machen muss und abgefuckt und alles Dreck ist. Aber man kriegt schon alles irgendwie. Ich habe wirklich gute Laune. Wirklich, auf dieser Insel kannst du schlechte Laune haben. Ich hoffe, das schätzt ihr mir hoch an. Und ich küsse euch. Ich küsse euch. Und ich hoffe, ihr begleitet mich auf dieser Reise. Oh, die Matratzen sind da. Ja gut, zeige ich im nächsten Video, Leute. Like, Abo. Oh, die Matratzen sind da. Oha! Evanio hat geleakt, dass da mehrere Matratzen kommen. Oha! Ich hab einen Dutt. Oha! Matratzen also, Evanio. Wer wohnt denn da? Wer wohnt denn da noch in der Wohnung? Du wirst sehen, Evanio, du wirst sehen. Das mit dem Regenbogen, das war ein Fehler. Ich werde dich kriegen. Und ich habe jetzt deine Wohnung genau gesehen. Die wird jetzt, ja, warte mal, wenn das nächste Mal DHL-Postbote vor der Tür steht. Du kennst den Trick. Das nennt man auch den alten Madeira-Trick. Nennt man den auch.